Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Wir begrüßen heute bei uns in Frankfurt in der DFV Mediengruppe in der Sky Lounge Herrn Rechtsanwalt Steuerberater Martin Sievers, Partner bei EY Law, der Rechtsanwaltsgesellschaft von Ernst & Young. Herzlich willkommen bei uns und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns heute über steuerstrafrechtliche Aspekte bei Finanzdienstleistern auszutauschen. Zunächst mal zum Einstieg, was genau machen Sie bei EY Law? Ja, vielen Dank, Professor Schmidtmann. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich leite im Bereich Financial Services den Bereich Tax Controversy bei EY in Deutschland und EMEA. Den Begriff Tax Controversy verwenden wir global für unsere steuerzentrierte Rechtsberatung zur Vermeidung und Lösung von Steuerkonflikten und Steuerrisiken im weitesten Sinne. Die Beratungsschwerpunkte sind aber letztlich das klassische Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht, interne Untersuchung sowie die Präventivberatung, also Compliance. Und hier haben wir uns eben auf die Straf- und bußgeldrechtlichen Besonderheiten im Finanzsektor spezialisiert. Bei Finanzdienstleistern besteht ja zudem auch die Besonderheit, dass viele Themen des, dann nennen wir es mal, steuerlichen Risikomanagements sich aus den neuen Transparenzvorschriften ergeben, die in der Abgabenordnung verortet sind. Und hier hat sich gerade im Finanzdienstleistungssektor ein ganz eigenes Themen- und Beratungsfeld entwickelt mit hoher Steuerstraf- und bußgeldrechtlicher Relevanz. Und weil unsere Beratung in diesem Bereich dann doch weit über das klassische Steuerstrafrecht hinausgeht, haben wir uns entschieden, den etwas weiteren international gebräuchlichen Begriff Tax Controversy zu nehmen, den man aber in der Tat in Deutschland immer noch ein wenig erklären muss. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, das betrifft ja großenteils steuerverfahrensrechtliche Vorschriften, also insbesondere aus der Abgabenordnung. Was hat sich denn da gerade im letzten Jahr getan im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020? Ja, das ist eine interessante Beobachtung vielleicht. Sie sprachen eben das Steuerverfahrensrecht, also die Abgabenordnung an, die ja so ein bisschen jenseits des Steuerstrafrechts so eine Eigendynamik entwickelt hat. Mit den Verschärfungen im Steuerstrafrecht der letzten 15 Jahre sind ja auch gerade für Finanzdienstleister immer neue Steuertransparenzvorschriften einhergegangen, die vor allen Dingen den Finanzdienstsektor betreffen. Natürlich war auch nicht ganz unschuldig und ist durchaus aufgrund der Steuerstrafverfahren der letzten zwei Jahrzehnte auch sicherlich mitursächlich für diese Entwicklung. Aber hier hat sich eben viel für den Finanzdienstleistungssektor im Bereich der Abgabenordnung entwickelt. Und das ist eine Entwicklung, die sicherlich nur Deutschland, sondern auch die internationale Entwicklung betrifft. Und in Deutschland, das sagte ich eben, sind diese Transparenzvorschriften in der Abgabenordnung verortet. Und daraus hat sich eben ein ganz neues Themengebiet an der Schnittstelle von Steuern, Recht, Compliance und Anti-Financial Crime entwickelt, das zudem starke Bezüge auch in die steuerliche Prozess- und IT-Beratung hat. Und während die steuerliche Gestaltungsberatung letztendlich immer mehr abnimmt, haben eigentlich letztlich alle großen steuerlichen Compliance-Projekte auch mit steuerstrafrechtlichem Bezug im letzten Jahr ihre Ursache in der Abgabenordnung, dann eben auch mit entsprechenden Auswirkungen und enormem Umsetzungsaufwand im Unternehmen. Gut, das ist eben zum einen die Abgabenordnung, die ja auch ständig komplexer wird und für Unternehmen schwieriger anzuwenden wird. Dazu kommt natürlich auch noch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, gerade in Steuerstrafsachen, ja, die ja bewusst nicht beim BFH angesiedelt sind, sondern beim BGH. Was sind denn da so die zentralen Entwicklungen in den letzten zwei, drei Jahren gewesen in der Rechtsprechung? Ja, ich glaube, Sie sprachen es eben an. Insbesondere hat sich gerade viel getan. Einmal natürlich im Jahressteuergesetz 2020, davor schon im zweiten Corona-Steuerhilfegesetz und dann ganz aktuell natürlich ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Rückwirkung beim Einziehungsrecht. Und es scheint so ein bisschen, als wiederholt sich da die Geschichte. Bereits 2008 hat man ja das Jahressteuergesetz 2008 schon mal entdeckt, um Verschärfungen im Steuerstrafrecht vor dem Hintergrund damals der Luxemburg-Affären einzuführen. Man hat damals die steuerstrafrechtliche Verjährung für besonders schwere Fälle der Steuerhinterziehung von 5 auf 10 Jahre verlängert. Und nun scheint es so, dass man vor dem Hintergrund der aktuellen Cum-Ex-Fälle nochmal tätig geworden ist und sowohl im Jahressteuergesetz 2020 wie auch im zweiten Corona-Steuerhilfegesetz nochmal weitere Verschärfungen vorgenommen hat.
Kommen wir nochmal zum Jahressteuergesetz 2020 zurück. Was ergibt sich denn daraus konkret für die Unternehmen? Im Jahressteuergesetz sind eigentlich zwei Dinge passiert. Man hat einerseits die Verjährung für die besonders schweren Fälle der Steuerhinterziehung nochmal, die Verjährung nochmal verlängert, und zwar im 376 von 10 jetzt auf 15 Jahre. Und das zweite ist eigentlich eine Reparaturmaßnahme bereits des Corona-Steuerhilfegesetzes im Hinblick auf das Einziehungsrecht. Da war ja beabsichtigt, um die Einziehung auch für die Vergangenheit, insbesondere in den Cum-Ex-Fällen, zu ermöglichen, dass im Hinblick auf einen gegenteiligen BGH-Beschluss, dass man regeln wollte, dass auch bereits steuerlich verjährte Steueransprüche der Einziehung unterliegen. Man hatte allerdings übersehen in der zeitlichen Anwendungsregelung, dass dies nur für Fälle gab, die bei Inkrafttreten der Regelung noch nicht verjährt waren. Insofern hätte das für die Cum-Ex-Fälle nichts geholfen. Und nun durch die Streichung des 375a und diese Neuregelung im 73 StGB, da wo auch die Einziehung geregelt ist, hoffte man eben auch rückwirkend dies nun machen zu können. Für diejenigen von unseren Zuschauern und Zuhörern, die nicht so oft damit zu tun haben, was ist diese Einziehung und wer ist an dieser Einziehung genau beteiligt? Ja, die Einziehung von Taterträgen ist eben sozusagen das, was durch das rechtswidrige oder schuldhafte Verhalten sozusagen entstanden ist. Das heißt, der Bankräuber darf die Beute nicht behalten. Das ist richtig, genau. Und war natürlich sehr einschränkend eine Möglichkeit, jetzt in den Cum-Ex-Fällen noch über die steuerliche Verjährung heran an die Taterträge sozusagen kommen. Das Einziehungsrecht ist ja 2017 grundlegend geändert worden. Und nun war eben durch diese nochmalige Änderung im Jahressteuergesetz 2020 die Hoffnung, dass man dies auch rückwirkend machen kann, oder die große Frage. Und ein ganz aktueller Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes noch zum alten Einziehungsrecht scheint jetzt tatsächlich auch dem Gesetzgeber Recht zu geben, dass diese Einziehung für bereits verjährte Steueransprüche auch nach dieser Neuregelung jetzt möglich sein wird. Wird der Gesetzgeber das möglicherweise noch mal zum Anlass nehmen, also die Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht etwas zu ändern, oder reicht das jetzt, wenn das Bundesverfassungsgericht das so entschieden hat? Hier scheint ihm das Bundesverfassungsgericht jetzt ja Recht zu geben, und tatsächlich ist bei den Neuerungen jetzt eben die Möglichkeit auch gegeben, wohl rückwirkend die Einziehung zu verlangen. Das ist eben ein bisschen anders. Das ist die einzige Maßnahme, die wahrscheinlich in diesem Maßnahmenpaket auch greift, während insbesondere ja die Verlängerung der strafrechtlichen Verjährung als auch der absoluten Verjährung, die ja auch noch vorgenommen worden ist, von nunmehr bis zu 37,5 Jahren, weil es eben das 2,5-fache der 15-jährigen Verjährungsfrist ist, die wohl für die konkreten Cum-Ex-Fälle wahrscheinlich relativ leer laufen, weil einfach die relevanten Dividendensaisons, zumindest vor 2009, die dann hier reinkommen, wahrscheinlich mangels weiterer Unterbrechungsakte bereits dennoch verjährt sind. Es bleibt bei der Grundregel, dass was strafrechtlich bei Inkrafttreten der Neuregelung verjährt ist, bleibt auch verjährt und wird eben rückwirkend nicht aufgemacht. Das ist aber was anderes eben bei den Einziehungsregeln. Das scheint jetzt auch rückwirkend zu funktionieren. Wen wird das besonders treffen? Also jetzt keine Namen, sondern eher, welche Marktakteure wird das betreffen? Das ist generell relevant für alle Cum-Ex-Verfahren, weil ich jetzt eben noch die Möglichkeit habe, auch für diese verjährten Dividendenzeiträume, insbesondere für die vor 2009, nochmal auf die Taterträge sozusagen im Wege der Einziehung zuzuschlagen. Wird da der ein oder andere Rückstellung bilden müssen? Das mag sein, dass er da noch Rückstellung bilden muss. Das sind natürlich enorme finanzielle Sanktionen, die hier über den Akteuren oder insbesondere jetzt auch dann den Unternehmen dann auch schweben. Ja. Stichwort Sanktionen. Wir haben ja seit einigen Jahren schon, muss man mittlerweile sagen, die Arbeiten des Gesetzgebers am Unternehmensstrafrecht, wie man volkstümlich sagt, korrekterweise, ist es eher ein Sanktionsrecht. Ist ja das Verbandssanktionengesetz jetzt schon mehrfach im Bundestag gewesen. So richtig einig wird man sich da ja offensichtlich nicht, weil ja auch die politischen Hintergründe da relativ offen zutage liegen. Wie sehen Sie die nächsten Schritte bei der Entwicklung eines
Unternehmenssanktionsgesetzes und insbesondere eben die Frage, wie wird das die Finanzbranche treffen? Ja, das ist, glaube ich, die ganz spannende Frage, die im Augenblick alle beschäftigt. Man muss ja tatsächlich sagen, dass das Finanzverbandssanktionsgesetz, wenn es denn kommt, wonach ich nach wie vor ausgehe, auch nach dem, was ich aus Berlin höre, tatsächlich zu einem Paradigmenwechsel bei der Sanktionierung von Unternehmen in Deutschland führen wird und ganz tiefgreifende Auswirkungen auch auf die Compliance-Organisation und die Durchführung von internen Untersuchungen und damit natürlich auch auf die Vorstandsenthaftung hat. In der Tat ist es etwas ruhig geworden um das Verbandssanktionengesetz in den letzten Wochen und Monaten, obwohl sich das Gesetzgebungsverfahren ja eigentlich in der letzten Phase betrifft. Das Gesetzgebungsverfahren wurde ja von der Bundesregierung letzten Oktober in den Bundestag eingebracht. Aber das zeigt sich wahrscheinlich schon, dass es ein kontroverses Gesetz ist und man auch nicht nur in Fachkreisen oder auf der Unternehmensseite, sondern auch in der Regierungskoalition das Gesetz durchaus kontrovers dann auch diskutiert. Da wird die Zeit dann allerdings knapp, wenn man sich überlegt, dass im September ja die Wahlen anstehen. Das ist richtig. Die Sommerpause ist, glaube ich, am 3. Juli beginnt die. Im September ist die Legislaturperiode zu Ende. Aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass das Gesetz eher im Augenblick so ein bisschen zum Spielball der Interessen, vielleicht auch im Handel gegen andere Gesetzesvorhaben wird und noch kommen wird. Weil man ja auch sagen muss, dass das Gesetz bei aller Kritik und Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, natürlich auch einige positive Aspekte bringt. Also erstmals wird in Deutschland werden gesetzliche Regelungen für Compliance im Unternehmen oder für die Regeln bei der Strafzumessung für Compliance aufgestellt. Und es gibt erstmals auch einen gesetzlichen Rahmen für die Durchführung von internen Untersuchungen, die es schon lange in UK und in Großbritannien gibt. Natürlich hat das Gesetz viele Schwächen, beispielsweise, dass es gerade offen lässt, was denn gute Compliance im Unternehmen ist und auch den ganz zentralen Punkt bei den internen Untersuchungen, was denn nun eine uneingeschränkte und ununterbrochene interne Untersuchung ist. Aber dennoch hat das Gesetz natürlich auch viele Aspekte, die positiv sind und es bleibt zu hoffen, dass im weiteren Gesetzesverfahren zumindest diese Schwächen dann ausgemerzt werden. Ja, Herr Severs, herzlichen Dank für diese interessanten fachlichen Auskünfte. Abschließend, Sie werden sicherlich viel fachlich lesen, das ist jetzt auch hier bei dem Interview deutlich geworden. Was war denn das letzte nicht fachliche Buch, was Sie gelesen haben? Ich habe tatsächlich im Augenblick zwei Bücher auf meinem Nachttisch. Das eine sind die Wettfahrtregeln Segeln 2021 bis 2024. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Fernweh und die Hoffnung, vielleicht dieses Jahr nochmal aufs Wasser zu kommen. Und das zweite ist die Biografie Becoming von Michelle Obama. Ja, herzlichen Dank, Herr Severs, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns über steuerstrafrechtliche Aspekte, aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit der Finanzbranche und letztlich jetzt auch die aktuelle Gesetzgebung zum Verbandssanktionengesetz näher zu bringen. Herzlichen Dank dafür. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse an einer weiteren Folge von Betriebsberater im Gespräch. Wir hatten heute zu Gast bei der DFV Mediengruppe in Frankfurt Herrn Rechtsanwalt Steuerberater Martin Severs von eBuyLaw, der Rechtsanwaltsgesellschaft von Ernst & Young.